Mein Name ist Dr. Peter Wittmann. Ich bin in Wiener Neustadt geboren und war ehemaliger Bürgermeister dieser wunderschönen Stadt. Und ich stehe hier im Akademiepark. Meine Erinnerungen an den Akademiepark beginnen in frühester Kindheit, wie ich mit meinen Eltern hier des Öfteren Freizeit verbracht habe, war das ein riesiger grüner Abenteuerspielplatz. Später bin ich mit meinen eigenen Kindern immer wieder im Akademiepark gewesen und habe den Park auch immer wieder für sportliche Aktivitäten wie Laufen genützt und das mache ich bis heute. Für mich ist es unerklärlich, dass man die grüne Lunge dieser Stadt, den Akademiepark, der durch eine Steinmauer begrenzt ist und alles, was in dieser Steinmauer innen ist, ist der Akademiepark und dieser Park soll verbaut werden. Das bedeutet den Verlust von einem Teil der grünen Lunge dieser Stadt, den Verlust eines traditionsreichen Freizeitangebots an die Bürger dieser Stadt. Und man darf nicht vergessen, dass dieser Park von Maria Theresia als Park der Militärakademie gewidmet wurde und lange Zeit nicht zugänglich war, weil er nur dem Militär vorbehalten war. Und durch lange Verhandlungen konnte die Stadtregierung erreichen, dass dieser Park für die Öffentlichkeit geöffnet wird und auch für die Öffentlichkeit nutzbar wurde. Und jetzt versucht man mit einem unnützen Bauvorhaben diesen Park zu zerstören. Es gibt genügend Baufläche außerhalb des Parks. Es gibt genügend Möglichkeiten, Wohnungen und auch sozial billige Wohnungen außerhalb dieses Parks herzustellen. Es ist nicht notwendig, den Park anzugreifen. Es ist schade, dass man gerade im Jubiläum der Maria Theresia, in ihrem 300-jährigen Jubiläum, jenen Park zerstört, der nach Nutzung durch das Militär der Öffentlichkeit gewidmet war. Ich halte es für vollkommen verfehlt, hier eine Verbauung stattfinden zu lassen. Es gibt genügend Platz, wo man das stattfinden lassen kann. Aber hier sollte man der Bevölkerung ein Angebot für Grünraum, für Freizeitgestaltung und den Kindern den Abenteuerspielplatz erhalten.